Am Montagabend wurde ein Mann in Villach durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Was hat sich denn da genau zugetragen? Ja, laut derzeitigen Ermittlungsstand schaut es einmal so aus, dass sich drei Personen getroffen haben. Ein 37-jähriger Mann, ein 29-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau. Die drei Personen sind dann zur Wohnung eines 39-jährigen türkischen Staatsbürgers gegangen und dort kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf jeden Fall haben die drei Personen die Örtlichkeit dann wieder verlassen. Der 39-Jährige hat die drei dann aber verfolgt und im Bereich der Villacher Innenstadt bei einem Imbissstand hat er dann den 37-jährigen Mann mit einem Messer attackiert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand gab es mehrere Messerstiche und der 39-Jährige flüchtete dann von diesem Tatort. Er stellte sich hier dann im Bereich einer Polizeiinspektion in Villach, wo er im ersten Moment angab, Opfer einer Straftat geworden zu sein, aber aufgrund der hervorragenden kriminaltechnischen Ermittlungen unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort stellte sich recht schnell heraus, dass es sich nicht um ein Opfer, sondern um einen Tatverdächtigen handelt. Er wurde dann in dieser Polizeiinspektion vorläufig festgenommen und derzeit laufen die Erhebungen rund um diese Straftat und er wird auch zum Sachverhalt befragt. Ja, Sie haben jetzt schon fast alles erzählt, also auch schon die Fragen vorweggenommen, aber ich stelle jetzt trotzdem noch ein paar Fragen. Das Opfer, Sie haben ja schon gesagt, ein 37-jähriger Mann hat mehrere Messerstiche erlitten. Können Sie schon sagen, wie schwer die Verletzungen sind und wie es dem Mann derzeit geht? Im ersten Moment hat es so ausgesehen, dass die Verletzungen lebensbedrohlich sind. Er wurde auch ins Krankenhaus nach Villach eingeliefert. Zum derzeitigen Gesundheitszustand kann ich leider keine Angaben machen. Okay, beim mutmaßlichen Täter, Sie haben schon gesagt, handelt es sich um einen 39-jährigen Türken. Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse zu seinem Motiv? Also Sie haben gesagt, es war ein Streit, aber weiß man dann schon irgendwie mehr? Nein, das ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie bereits erwähnt, das Landeskriminalamt Kärnten hat die Erhebungen übernommen. Er wird im Laufe der Nachmittagsstunden noch dazu befragt werden und dann werden wir sehen, ob sich dort ein Motiv ergibt. Was sind denn die nächsten Schritte der Polizei vom Landeskriminalamt? Derzeit sind natürlich noch sehr viele Umfelderhebungen und Befragungen durchzuführen. Es werden die Zeugeneinvernahmen durchgeführt. Es wird auch im Laufe des Nachmittags mit dem Tatverdächtigen erste Einvernahmen geben. Das Opfer kann derzeit noch nicht einvernommen werden. Es befindet sich noch im Krankenhaus. Und dann wird man ja sehen, ob sich ein Motiv daraus ergibt.